Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 auf meiner historischen Schönbaukarte. Die Folge ist heute nicht dazu gedacht, um ein neues Bauprojekt von mir vorzustellen, sondern um einfach mal kurz Luft zu holen und den Blick auf die Stadt Hohenfels zu richten, die im Norden meiner Karte im Verlauf des letzten Jahres entstanden ist. Und diese Folge möchte ich dafür nutzen, einfach mal die einzelnen besonderen Punkte in und um Hohenfels nochmal abzufliegen und die gesamte Stadt einmal überblicksmäßig vorzustellen. Im Moment sehen wir noch Gesamtaufnahmen, das wird alles gleich etwas detailreicher. Wenn wir uns die einzelnen Bauwerke anschauen, dann wird es so sein, dass ich zum ersten Mal mit Infokarten experimentiert habe. Also wenn es zu einem besonderen Bauwerk schon ein separates Video gibt, dann könnt ihr das oben rechts aufrufen über die Infokarte und so noch viel, viel mehr Details zum Bauwerk erfahren und auch etwas dazu hören, wie ich das gebaut habe. Starten möchte ich mit dem vielleicht imposantesten Gebäude der Stadt Hohenfels. Das ist die Burg, die sich hier etwas höher auf dem Hügel befindet. Und wenn ihr euch die Burg anguckt, dann wird der ein oder andere von euch vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit zur Wartburg in echt bei Eisenach entdecken. Und das war tatsächlich mein grobes Vorbild. Also die Burg ist kein Nachbau geworden. Es ist sowieso gar kein Gebäude hier in der ganzen Stadt Hohenfels von irgendwas Nachbau. Aber ich habe natürlich versucht, mir ein paar reale Vorbilder anzuschauen. Und bei der Burg war es die Wartburg mit ihrem schlauchigen Verlauf und der etwas abknickenden Gesamtform. Was mir beim Bau der Burg auch noch wichtig war, war, dass die Burg nicht so wirkt, als wenn die auf einmal gebaut worden wäre. Also ich habe darauf geachtet, verschiedene Mauerstrukturen zu verwenden, um einfach so anzudeuten, dass die einzelnen Bestandteile der Burg, also das Hauptgebäude zum Beispiel oder die Vorburg, zu ganz unterschiedlichen Zeiten gebaut wurden. Und da die Burg auf einem Hügel steht, habe ich auch probiert, einzelne Mauerelemente noch außen an die Hauptmauern der Burg anzulegen, um so einfach Stützen zu bauen, die sozusagen die Mauer der Burg auf dem Hügel halten. Die Burg steht insgesamt auf einem Hügel, der durch zwei kleine Bäche separiert ist. Und wenn wir einen dieser kleinen Bäche entlang fliegen, dann kommen wir etwas weiter hügelabwärts zu einem Teil von Hohenfels, der die Altstadt darstellen soll. Beim Bau der Altstadt war mir insgesamt wichtig, dass die Häuser nicht allzu separiert innerhalb der Stadtmauern rumstehen, sondern immer ja, so Häuserzeilen bzw. Häuserblocks bilden. Wobei ich da aber sagen muss, dass ich jetzt im Nachhinein mit der Altstadt nicht hundertprozentig zufrieden bin, weil einfach die einzelnen Häuserblocks oder die Häuserzeilen einen zu großen Abstand zueinander haben und es fast keine engen Gassen oder sowas gibt. Also da hätte ich die Altstadt einfach nochmal ein bisschen dichter bepacken müssen. Das seht ihr hier auch, wenn wir meine Altstadt von oben anschauen im Vergleich zu einer echten Altstadt. Ich habe jetzt hier mal Nördlingen in Bayern gewählt. Das ist eine Stadt, die in echt einen sehr historischen Stadtkern noch hat und der ist einfach viel, viel, viel enger noch bebaut als meine Altstadt. Aber okay, so ist es dann halt geworden und ich werde jetzt die ganze Altstadt nicht nochmal abreißen und neu bauen deswegen. Wenn wir jetzt von der Altstadt den Hügel noch etwas weiter runterfliegen, dann kommen wir zur, ich nenne es jetzt einfach mal Neustadt, mit dem großen Kopfbahnhof als zentrales Element in der Mitte. Auch dazu gibt es ein separates Video, was ihr über die Infokarte erreichen könnt. Und bei dem Kopfbahnhof war mir wichtig, dass ich den etwas höher lege als die umliegende Stadt, da die Gleise auch etwas höher auf dem Bahnhof zulaufen und der Bahnhof dadurch auf seiner Rückseite ja, so eine Art Bahndamm, einen relativ breiten, bekommen hat und insgesamt ein paar Meter höher liegt als die umliegende Neustadt. Auf der anderen Seite des Bahnhofs befindet sich ein relativ offener Platz. Das war mir wichtig, den offen zu gestalten, um so einfach einen schönen Bahnhofsvorplatz zu haben, von dem man aus über die Treppen dann den Hauptbahnhof erreichen kann. Der Bahnhofsvorplatz ist relativ grün gestaltet, an seinen Rändern zumindest, und hat in der Mitte eine gepflasterte Fläche, auf der man sich auch ein bisschen aufhalten kann. Also da stehen Bänke rum, da kann man sich ein bisschen was essen oder trinken, wenn man möchte. Und so habe ich versucht, den Bahnhofsvorplatz einfach mit ein bisschen Leben zu füllen. Drumherum um den Bahnhofsvorplatz führt dann auch die einzige Straßenbahnlinie von Hohenfels, die aus allen Ecken der Stadt die Leute Richtung Hauptbahnhof transportieren kann.
Bevor wir jetzt das engere Stadtgebiet von Hohenfels verlassen und uns das Umland angucken mit den größeren Eisenbahnwerken, möchte ich noch einmal kurz die Kamera auf den Bereich zwischen Neustadt und der Burg Hohenfels richten. Da ist nämlich jetzt erst vor kurzem ein großes Denkmal entstanden, was ich den Hohenfelser Friedensengel getauft habe. Und das habe ich mir ein bisschen abgekupfert vom echten Münchner Friedensengel. Ja, das ist ein Denkmal oder eine Denkmalanlage hier in München direkt an der Isar. Und die habe ich versucht, ein kleines bisschen abzukupfern hier in meiner Stadt Hohenfels, um so nochmal ein kleines Highlight zu setzen zwischen Burg und der Neustadt mit dem Bahnhof. Wenn wir jetzt Hohenfels langsam verlassen, dann ist das erste, auf was wir stoßen, ein relativ großer Friedhof. Da habe ich mich ein bisschen versucht, an einem echten Friedhof zu orientieren. Und auf der anderen Seite des Friedhofs gibt es dann noch ein kleines Dorf. Das soll so eine Art Nebendorf sein, was einfach im Laufe der Zeit dann mit der Hauptstadt Hohenfels etwas zusammengewachsen ist. Und ein bisschen weiter im Wald hinein habe ich dann versucht, ein Gasthaus sehr, sehr, sehr aufwendig zu gestalten. Mit Biergarten, mit kleiner Kapelle, die da spielt und allem drumherum. Und auch dazu gibt es ein kleines Video. Etwas interessanter, wenn ihr euch für Eisenbahn interessiert, wird es dann auf der anderen Seite des Friedhofs, noch etwas weiter außerhalb Hohenfels, denn da befindet sich das Dampflok-Betriebswerk. Das ist mit Abstand das größte, was ich glaube ich jemals gebaut habe, und da habe ich versucht, alle Betriebswerks-Assets für Dampflokomotiven einmal einzubauen und ein Betriebswerk zustande zu bringen, was es vielleicht so in echt gegeben haben könnte, sage ich ganz vorsichtig, weil ich bin kein Experte, kein Eisenbahnexperte. Ich habe versucht, mich da natürlich ein bisschen reinzufuchsen, vor allen Dingen mit dem Wikipedia-Artikel, der, finde ich, ziemlich gut ist zu Dampflok-Betriebswerken. Aber ich kann hier natürlich nicht garantieren, dass das alles realistisch ist. Was es aber auf jeden Fall gibt, ist ein separates Video natürlich zu dem Betriebswerk, wo ich wirklich im Detail das Ganze nochmal durchgehe und die einzelnen Stationen abklapper und versuche mit meinem Halbwissen zu erklären, wofür die einzelnen Stationen damals gebraucht wurden. Ganz im Groben besteht das Betriebswerk aus dem großen Ringlokschuppen im Zentrum mit der Drehscheibe davor und dann vor dem Ringlokschuppen Richtung Ausgang des Betriebswerks einigen Stationen, wo die Lokomotiven bekohlt werden konnten, mit Wasser befüllt werden konnten und mit Sand befüllt werden konnten. Und neben dem Ringlokschuppen habe ich dann versucht, noch eine kleine Werkstatt anzulegen. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, wie gesagt, da schaut euch lieber das separate Video nochmal an. Wir wollen uns jetzt lieber dem weiteren Umland von Hohenfels widmen. Dazu fliegen wir vom Betriebswerk aus die Gleise etwas entlang und folgen einem Abzweig, der relativ weit ins Umland schon hineinführt. Und da habe ich ein Bauwerk errichtet, wo ich mich sehr, sehr nah versucht habe zu orientieren an einem Bauwerk, was hier direkt in meiner Nachbarschaft ist, wo ich wohne praktisch. Und das ist ein altes Waggon-Ausbesserungswerk. Das Waggon-Ausbesserungswerk, was hier direkt in meiner Nachbarschaft ist, ist das Waggon-Ausbesserungswerk Neuaubing, was glaube ich seit 2001 geschlossen hat. Da weiß ich die Jahreszahl aber nicht mehr ganz genau auswendig. Und dieses alte Waggon-Ausbesserungswerk hatte ich in echt einfach mal besucht, ein paar Videoaufnahmen dazu gemacht und dann probiert, die einzelnen Stationen des Ausbesserungswerks, wie zum Beispiel die einzelnen Werkstätten, die Dreherei und Schlosserei, also die Metallwerkstatt, die Schreinerei, das Kesselhaus und so weiter, einfach prinzipiell nachzubilden auf meiner Transport Fever 2 Karte. Und wo ich mir am meisten Mühe mitgegeben habe, was es auch beim echten Ausbesserungswerk gab, ist eine Schiebebühne, mit der Waggons vertikal zu den Gleisen rangiert werden konnten, um einfach auf ein anderes Gleis schnell rübergebracht werden zu können. Wir schauen uns nochmal im Umfeld von Hohenfels etwas weiter um und das letzte große zusammenhängende Gebäude, was ich euch noch vorstellen möchte, oder große zusammenhängende Werksgelände, ist eine Fahrzeugfabrik, die einmal LKWs herstellt, offene und geschlossene, und Busse herstellt. Und da habe ich mir auch relativ viel Mühe mitgegeben, die auszugestalten. Was mir da wichtig war, ist, dass es einmal
was sofort ins Auge fällt, so eine Art Teststrecke gibt auf dem Werksgelände, wo die Busse und LKWs einfach Probe gefahren werden können und wo an den Fahrwerken sozusagen und an den Motoren ein bisschen geforscht werden kann. Und was mir auch wichtig war, ist, dass es verschiedene Werkshallen gibt, die auch ein bisschen so wirken, als wenn die einen Werkshallen einfach etwas älter sind als die neuen, und das ganze Gelände, das war mir wichtig, wollte ich so gestalten, dass es aussieht wie eine Firma, die über die letzten 20, 30, 40 Jahre halt einfach langsam gewachsen ist. Wir wollen dann ganz langsam, aber sicher zum Ende des Videos kommen. Das waren die wichtigsten Stationen der Stadt Hohenfels. Bevor das Video endet, schauen wir uns aber nochmal von ganz weit weg eine Vogelperspektive der gesamten Stadt Hohenfels und des Umfeldes an und schauen uns mal kurz an, wo da überhaupt die Zugänge sind, von denen aus die Züge Richtung Hohenfels kommen, und warum ich den Bahnhof ungefähr so gebaut habe, wie ich ihn gebaut habe. Ein zweigleisiger Strang kommt hier von Nordosten ins Tal der Stadt Hohenfels, und dieser zweigleisige Strang, der ist nicht ganz so stark von Personenzügen befahren, die zum Bahnhof wollen. Da fahren auch relativ viele Güterzüge her oder Züge, die zum Beispiel die Fahrzeugfabrik oder das Waggonausbesserungswerk ansteuern. Ein zweiter Zugang zum Tal, in dem Hohenfels liegt, befindet sich ganz im Westen oder ja, Südwesten kann man schon eher sagen. Da fahren relativ viele Personenzüge Richtung Hohenfels, und deswegen ist dieser Zugang von Südwesten auch so aufgebaut, dass einmal Züge praktisch links herum direkt den Hauptbahnhof anlaufen können, allerdings auch rechts herum über ein Überwerfungsbauwerk zum Hauptbahnhof fahren können, wenn die Züge eher die vom Westen aus gesehen hinteren Gleise erreichen wollen, um einfach vor dem Hauptbahnhof dann nicht so viele Gleise querkreuzen zu müssen. Die ganzen Gleisanlagen hier in und um Hohenfels sind also nicht super kompliziert geworden, wie ihr dann sicherlich hier schon seht aus dem gesamten Gleisplan. Allerdings müsst ihr bedenken, dass ich wirklich kein Eisenbahnexperte bin, und das hat mich schon genug Schweiß und Tränen gekostet, hier die ganzen Linien mit den paar Gleisen so anzulegen, dass alle Züge den Bahnhof anlaufen können, ohne sich irgendwie irgendwann mal gegenseitig zu blockieren. Damit kommen wir dann jetzt aber wirklich langsam zum Ende des Videos. Wir schauen uns noch ein paar Impressionen von Hohenfels an. Und wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann würde ich mich, da spreche ich glaube ich für alle Leute, die YouTube-Videos hobbymäßig machen, riesig über einen Kommentar oder sowas freuen, weil, ja gut, man sitzt halt zu Hause, macht hier seine Videos, baut an seiner Transport Fever 2 Karte ein bisschen weiter und sieht auch eine Aufrufzahl, die so ein bisschen nach oben klettert. Aber viel, viel cooler ist es natürlich, wenn man irgendwie direktes Feedback bekommt oder irgendwie mitbekommt, dass es wirklich Leute da draußen gibt, sage ich mal, die sich darüber freuen, dass man solche Videos dreht und die sich die auch gerne anschauen. Und das geht, glaube ich, am allerbesten über einen kleinen Kommentar. Da freue ich mich immer am meisten drüber. So, dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao.